Zuge des Burgenlandbesuchs von Bundesministerin Dr. Margarete Schramböck lud Landesparteiobmann Magister Thomas Steiner zur gemeinsamen Pressekonferenz ein. Das Thema war die digitale Weichenstellung für die ältere Generation. Für Margarete Schramböck ist das Burgenland ein wichtiges Bundesland. Sie hat im Rahmen des Projekts Fit for Internet mehrere Initiativen geplant. Eine davon ist das Café Digital, das in ganz Österreich installiert wird und für den Nutzer kostenfrei ist. Für kleine und mittelständische Unternehmen wurde die digitale Agentur gegründet, um diese zu unterstützen. Auch Bootcamps wird es für Unternehmensmitarbeiter geben. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen. Dankeschön, dass Sie Zeit haben, heute zu unserem Pressegespräch zu kommen. Ich freue mich, dass die Frau Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck heute im Burgenland ist. Wir kommen gerade aus Neufeld von einer Veranstaltung und werden dann noch Betriebe besuchen. Liebe Frau Ministerin, herzlich willkommen noch einmal im Burgenland und ich darf dich um dein Statement bitten. Danke. Herzlichen Dank. Ich sage herzlichen Dank an unseren Landesparteiobmann der ÖVP, Thomas Steiner. Ich freue mich sehr, heute im Burgenland zu sein. Das Burgenland ist ein wichtiges Bundesland für uns in Österreich und deshalb bin ich heute unterwegs. Auf der einen Seite bei Vertretern der industriellen Vereinigung waren wir gemeinsam, dann nachher kommt noch ein Firmenbesuch, wo wir vor allem uns das Thema der Lehrlinge und der Wertschöpfung auch im Burgenland entsprechend auch dem widmen. Heute geht es ganz intensiv um das Thema Digitalisierung. Ich bin ja Ministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort und wir haben ja heute gerade unseren Herrn Bundeskanzler gehört, wie er einen Schwerpunkt für das nächste Jahr mit dem Thema der Digitalisierung festgelegt hat. Sind wir darauf vorbereitet? Ja, wir sind darauf sehr gut vorbereitet. Wir haben dieses Jahr genutzt, um die Strukturen zu schaffen. Sie finden die Themen der Digitalisierung in allen Lebensbereichen. Sie finden es, wenn Sie in die Schule gehen, wenn Sie jung sind. Sie finden das Thema der Digitalisierung, wenn Sie in Unternehmen arbeiten und natürlich auch bei jenen, die schon aus dem Arbeitsprozess draußen sind. Also es durchdringt alle Lebensbereiche. Digitalisierung ist keine Frage der Technik, es ist eine Frage der Kultur. Ja, es ist eine Frage des Miteinanders und des Miteinanderumgehens. Und da wollen wir alle mitnehmen auf diesem Weg und haben deshalb die entsprechenden Maßnahmen gesetzt. Ich möchte Ihnen einige Beispiele nennen. Wir haben jetzt gerade, um die Generation 60 plus mitzunehmen auf diesem Weg, die Aktion das Café Digital gegründet. Das Café Digital findet in ganz Österreich statt, kostenfrei für die Generation 60 plus. Wir haben bereits 1000 Österreicherinnen und Österreicher in diesem Café Digitals gehabt. Es waren unsere Piloten über ganz Österreich und vor allem in Oberösterreich. Und ab nächsten Jahr werden diese auch in allen Bundesländern stattfinden, so auch im Burgenland. Da möchte ich dich, lieber Thomas, recht herzlich einladen dazu, dieses Angebot den Burgenländerinnen und Burgenländern zu machen. Es geht darum, ganz einfach in netter Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen sich diesem Thema nähern zu können. Braucht man Voraussetzungen? Nein, die braucht man nicht. Man braucht, kann einfach hinkommen, man braucht auch nichts bezahlen dafür und man braucht auch keine Voraussetzungen mitbringen. Man braucht auch noch nicht im Internet unterwegs sein, sondern es geht darum, die allerersten Schritte zu machen. Warum tun wir das? Weil in Österreich nur ca. 55% aller über 60-Jährigen im Internet unterwegs sind und in Dänemark sind es 85%. Wir haben hier also Aufholbedarf, es ist einiges versäumt worden, ich möchte hier sagen, sogar in den letzten 10 Jahren. Man hat sich nicht gekümmert, man hat sich selbst überlassen und die einzelnen Aktionen, die es gibt, sind gut. Wir müssen diese aber in Gesamtösterreich machen. Das Café Digital ist nur eine Maßnahme der Plattform Fit for Internet, die wir gerade gegründet haben und vor ein paar Tagen haben wir eine Pressekonferenz mit 2 Gründungsmitgliedern gehabt, der Österreichischen Post und auch der Raiffeisen, die beide mit dabei sind. Das ist eine Plattform Fit for Internet, die sich gemeinsam mit uns, Wirtschaft und Politik, kümmert darum, eben alle in unserer Gesellschaft mitzunehmen und die digitalen Kompetenzen in Österreich generell anzuheben.
Was haben wir noch in Vorbereitung gemacht? Wir haben die Digitalisierungsagentur gegründet. Die Digitalisierungsagentur ist Anlaufstelle für mittelständische Unternehmen, so auch für die mittelständischen Unternehmen im Burgenland. Und die Digitalisierungsagentur hat ein wichtiges erstes Projekt, Innovation Hubs zu gründen. Und ich möchte das auch dem Burgenland anbieten, sich hierzu zu bewerben. Wir haben die ersten Innovation Hubs, die ersten drei, ausgeschrieben. Jedes Bundesland wird so einen Innovation Hub bekommen. Es kann sich eine Fachhochschule gemeinsam mit Leitbetrieben dafür bewerben. Warum ist das uns so wichtig? Weil die mittelständischen Unternehmen in Österreich und auch im Burgenland eine ganz wesentliche Rolle für den Wirtschaftsstandort spielen. Und wir müssen sie hier mitnehmen. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie zurückfallen und dass sie hier hinter die Leitbetriebe zurückfallen. Und es ist so, dass es heute wichtig ist, für jeden Friseur, für jeden Bäcker, jeden Handwerksbetrieb, genauso wie für die innovativen Softwareunternehmen, von denen gibt es ja auch sehr erfolgreiche in Burgenland, und auch für die Handelsbetriebe, die es hier gibt, oder die Produzenten in der Lebensmittelwirtschaft. Für alle, die ist es wichtig, die Vorteile der Digitalisierung nutzen zu können. Was ist das zum Beispiel? Wenn Sie ein Glockenbauer wären oder sind, das ist jetzt ein Tiroler Beispiel, kein burgenländisches, und Sie wollen Glocken nach neuen Methoden bauen, Sie wollen 3D-Printing verwenden, wo gehen Sie hin? Wo finden Sie diese entsprechenden Voraussetzungen? Und hier sollen die Digitalisierungshub die Stütze der mittelständischen Wirtschaft Österreichs und auch Burgenlands sein. Dann haben wir noch ein Projekt gerade vorbereitet und ausgeschrieben, und auch hier haben wir entsprechend investiert, dass wir die sogenannten Digitalisierungsbootcamps ins Leben rufen. Was ist ein Digitalisierungsbootcamp, ein Pro-Bootcamp? Das ist eine Möglichkeit, wo Unternehmen, Leitbetriebe aus dem Burgenland und mittelständische Unternehmen aus dem Burgenland ihre Mitarbeiter hinschicken, in ein Spezialtraining, ein Training zu einem bestimmten Thema. Nehmen wir den Bereich der Finanz her, die Raiffeisen Burgenland würde sagen, wir brauchen dieses Thema ganz intensiv, Fintech, Cyber Security oder bestimmte Themen, und schickt ihre eigenen Mitarbeiter hin und die Mitarbeiter der mittelständischen Unternehmen. Wir investieren in dieses Programm 1,4 Millionen Euro, und die Einreichfrist für diese Bootcamps endet am 29. März. Auch hier mein Aufruf an die entsprechenden Fachhochschulen und Stellen im Burgenland, sich auf jeden Fall zu bewerben, um hier auch bei diesen Bootcamps, bei der Ausarbeitung dieser Inhalte mit dabei zu sein. Sie sehen also, wir haben viele Dinge im Bereich der Digitalisierung in den letzten 12 Monaten umgesetzt. Vieles ist jetzt bereit, dass wir in den nächsten Schritt gehen und das natürlich gemeinsam mit den Ländern tun. Deshalb begrüße ich sehr die Initiative, deine Initiative, Thomas, zum Thema Digitalisierung im Bereich der Älteren, das Studium, das auch hier von euch sehr forciert wird und gefordert wird, und wo man hier entsprechend im Burgenland auch die entsprechenden Kompetenzen aufbauen kann. Vielen Dank. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist mir sehr wichtig, dass es immer einen sehr guten und engen Kontakt zwischen Bundesregierung und dem Bundesland Burgenland natürlich gibt, so wie es natürlich auch mit den anderen Bundesländern der Fall ist. Und man hat schon im ersten Jahr der Amtszeit dieser Bundesregierung und auch deiner Amtszeit gesehen, dass irrsinnig viel auch für die Wirtschaft insgesamt geschehen ist. Ich glaube, wir haben es geschafft und ihr habt es geschafft, innerhalb der ersten 12 Monate das Klima ganz einfach wirtschaftsfreundlich auch zu machen mit ganz, ganz vielen Maßnahmen. Und natürlich gehört die Digitalisierung und alles, was damit zusammenhängt, ganz stark dazu. Deswegen ist es für uns natürlich sehr, sehr erfreulich, dass gerade auch diese neue Initiative, was die Generation 60 Plus betrifft, hier ein neuer Anlauf gemacht wird. Wir haben in unserem Plan für das Burgenland, den wir ja im Oktober vorgestellt haben, uns auch genau dieses Thema Digitalisierung ganz besonders auf die Fahnen geheftet. Bei uns ist natürlich auch noch ein großes Thema der gesamte Infrastrukturausbau. Wir haben noch im Burgenland sehr viel Nachholbedarf in bestimmten Regionen, vor allem im Südburgenland. Und da muss es natürlich auch seitens des Landes entsprechende Anstrengungen auch geben.
Diese Digitalisierungsoffensive für die Generation 60 plus halte ich persönlich für wichtig. Wir haben auch vorgeschlagen, und das hast du ja auch angesprochen, ja, wir haben es genannt, Seniorenstudium. Das ist jetzt ein bisschen hochgestochen. Gemeint ist damit, dass wir spezielle Ausbildungen und Lernmodule für Menschen, die über 60 Jahre sind, anbieten wollen, wo man besonders auch digitale Kompetenzen vermittelt, wo man aber auch zusätzlich noch weitere Inhalte dazu packen soll und kann. Zum Beispiel das Thema Ehrenamt, wo man dann auch so ähnlich, wie es in Niederösterreich jetzt auch schon gehandhabt wird, auch die Möglichkeit gibt, nicht nur, dass die Menschen sich, wenn sie langsam in Pension gehen oder schon in Pension sind, sich selber mit dieser Frage beschäftigen, sondern dass sie dann auch noch etwas in die Gesellschaft zurückgeben können und wollen. Und ich glaube, das ist für ein erfülltes Leben auch ganz besonders wichtig. Ich freue mich darüber, dass Anregungen aus unserem Burgenlandplan auch von der Bundesregierung aufgegriffen werden. Ich denke auch an die Wissenschaftsecken, die wir auch ganz stark in den Vordergrund gestellt haben. Das mag für viele ein kleines Thema sein. Ich glaube, dass es extrem wichtig ist, dass wir unsere Kinder schon von ganz klein auf mit MINT-Fähigkeiten in Verbindung bringen, diese Hemmschwellen auch nehmen, all diese technischen Fähigkeiten auch schon im Kindergarten beginnen zu vermitteln. Ich habe ja im Kindergarten hier in Eisenstadt in Kleinhöflein sozusagen ein Pilotprojekt durchgeführt, wo wir einen eigenen MINT-Raum eingerichtet haben. Ich lade Sie gerne ein und auch dich einmal dort vorbeizuschauen. Und das ist wirklich eine Freude zu sehen, mit wie viel Begeisterung die Kinder da mit dabei sind. Das sind ganz einfach geborene Entdecker und Forscher. Und das ist, glaube ich, ein guter Beginn, weil wir ja wissen, dass gerade im technischen Bereich, und wir haben es ja vorher auch besprochen, gerade was Frauen betrifft, natürlich noch viel Luft nach oben ist. Und ich denke mir, wenn wir jetzt damit beginnen, auch schon unsere Kinder damit in Berührung zu bringen, dann ist das sicherlich etwas sehr, sehr Positives. Und auch das wurde ja in der 15a-Vereinbarung, in der neuen 15a-Vereinbarung zur Kinderbetreuung auch mit aufgenommen, dass es in Zukunft ganz besondere Fördermaßnahmen auch für solche Einrichtungen, Kinderbetreuungseinrichtungen gibt. Und da freue ich mich darüber. Wir haben ja vorgeschlagen, dass auch das Land hier etwas beitragen soll. Ich weiß, dass es für viele kleine Gemeinden vor allem schwierig ist, manchmal auch das notwendige Geld zur Verfügung zu stellen. Und wenn es hier eine Anschubfinanzierung auch seitens des Landes gäbe, was wir vorschlagen, dann wäre das extrem positiv. In dem Sinn, herzlichen Dank, dass du heute wieder einmal im Burgenland bist. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass die Unternehmerinnen und Unternehmer auch immer wieder die Ministerin persönlich kontaktieren können, dass es diese Zusammenkünfte auch gibt. Bei aller Digitalisierung ist auch das persönliche Treffen nach wie vor extrem wichtig, und daher herzlichen Dank, dass du heute da bist.